Hallöchen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir müssen den Bären neu jagen, ne? Beim letzten Mal hat er uns ja ein bisschen in die Mangel genommen, würde ich mal sagen, ganz vorsichtig. Wir haben unser Ge Ach, übrigens, wo ist denn unser Hut? Unser Hut fehlt. Nicht mehr. Nee, ich muss ja. Komm, wir folgen erstmal der Spur. Den Hut werden wir immer noch finden. Spur schon wieder erloschen. Da hinten ist der nächste Hinweis. Okay. Dann würde ich sagen, den holen wir uns diesmal, den Bären. Ich hoffe es zumindest. Hier. Ja, da war doch gerade untersuchen. Untersuchen Code. Ah, hier, ah, da ist er. Okay. Okay. So, da geht's weiter. Dann, wir sprinten auch diesmal ein bisschen. Gehen wir nicht so langsam. Ja, wo ist die Spur? Da geht's weiter. Hier scheint es aber zu enden. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Hat er uns gewittert? Schnell auf den Stein hier drauf. Arthur, beweg dich mal schneller. Komm. Wir müssen hier auf den Stein drauf. Komm, Arthur. Ja, genau. Sehr schön. Oh, er kütt, er kütt. Er kütt, er kütt. Er haut ab, die feige Sau. Die paar Mal in den Hintern geschossen. Was ist jetzt? Ist er am Sterben? Schnell nachladen. Ja, gefällt ja nicht, dass wir hier auf dem Stein sind, ne? Das ist auch ein richtiger Kopftreffer gerade. Ich bin noch nicht lebensmüde, nachdem du uns vorhin eben umgebracht hast in der letzten Folge. Alter, wie viel hält der denn aus? Gut, dass wir auf den Stein geklettert sind. Ah, der war daneben. Nochmal in den Hintern schießen. Ah, das war's, glaube ich. Er ist tot. Jawohl, wir haben Leute. Nachdem er uns letztes Mal fast umgebracht hat. Von den Kampfspuren sieht man zwar nichts mehr auf dem Rücken. Ah, da waren auch heftige Kratzspuren am Rücken gewesen. Alter Falter, ey. Ja, das Fell wird natürlich voll hinüber sein, da brauchen wir nicht drüber reden, aber... Naja, was soll's, ne? Wir haben den dicken Bär... Oh, er... Vorsicht, Vorsicht, Arthur. Der zappelt noch. Mein Gott. Legendärer Grizzlybär, okay. Erstmal jetzt, Gnadenschuss. Aber wir konnten den untersuchen, stand da, ne? Pack mal das Gewehr weg, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber wieso können wir nichts machen mit dem? Ah, hier, jetzt geht's, häuten. Ja, ah, jetzt, okay. Leben. Oh, stimmt, wir haben unser Leben gar nicht aufgefüllt, habe ich gerade noch links gesehen vom letzten Mal. Das ist wahrscheinlich schlecht, ne? Fell eines legendären Bären. Fünfmal Gruselfleisch, Klaue eines legendären. Tierfett. 10. Okay. Halt auf 1 gedrückt, um die Details anzusehen. Der legendäre Barati ist ein. In Orkrail. Boah, ey, was wieder für Namen alles. Im östlichen Teil des Grizzlies. Der Grizzly ist heimisch. Dieser Bär ist größer als jedes andere Exemplar, das sie je gesehen wurde. Und leicht an den markanten Namen und die waren wirklich nicht zu übersehen, zu erkennen. Als Allesfresser reichen seine Nahrung von Bärenwurzeln und Gräsern bis hin zu Hirschen, Wapitis, Fischen und Aas. Distanzwaffen mit Scharfschützengewehren oder Bogen mit verbesserten Pfeilen verschaffen dir bei der Jagd auf dieses Tier einen klaren Vorteil. Legst du dieses Tier, erhältst du die Möglichkeit, einen seltenen Talisman herzustellen. Ah, sehr schön. Das sollten wir dann auch mal machen. Ah, guck mal, ist sogar Gold gekennzeichnet. Wir haben ein legendäres Tier erledigt. Ja, komm hier komplett zurück. Ja, dann müssen wir mal zu unserem... Warte mal, das Pferdchen können wir da rufen, ne? Wie war das? F? H? Aha, war's. Außer Hör, ah, toll.
Außer Hörweite. Ich will noch wissen, ob ich da noch mehr mitnehmen kann. Da liegt ja noch ein riesen Kadaver. Komm mal her, Pferdchen. Immer noch außer Hörweite. Immer so weit weggelaufen? Per Tiefe und für Unhaltsam. Okay. Ah, ist gut, ist gut. Ja, komm mal her hier, mein Liebes. So, ja, erstmal scheißen wieder, das war klar. Verstauen. Zopp, einmal draufgeschmissen. So, jetzt gehen wir auch noch schnell zu dem Kadaver. Ich will mal wissen, ob wir da noch mehr machen können. Ah, nee, warte mal. Ich sehe gerade links die Anzeige. Erstmal schnell was futtern irgendwie. Irgendwas, was uns gut Leben auffüllt. Das hier nicht wirklich. Das schon besser. Ah, das ja, das Essen war. Zapp. Sehr schön. Gut, dass wir eben noch den Hasen weitergekocht haben. Ach, es folgt uns jetzt. Ja, sehr schön. Das ist noch, begehrte Taste, noch besser. Okay, jetzt stehen geblieben. Ne, ist gut. Okay. So, wir gucken uns nochmal kurz den Kadaver an. Nicht erschrecken, Pferdchen, ne? Aber okay, bist du ein Fleischfresser oder was? Oh, du musst mal hier zur Seite. Komm mal her. Komm mal hier. So, machen wir nochmal Haar. Du bleibst jetzt hier stehen. Bitte. Entfernen. Nee, werde ich nicht. Nee, möchte ich alles. So, jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass wir da noch was machen können. Es geht schon wieder das Pferd. Nee, hier geht nichts mehr. So nackt. Ne, was war da? Achso, mein Pferd, ne. So nackt sieht der ein bisschen komisch aus, ne? Okay. Aber mehr ging nicht. Gut, dann steigen wir wieder aufs Pferdchen. Dann haben wir ihn ja doch erledigt, diesen Brocken. So, dann gehen wir erstmal da runter. Wir müssen unseren Hut noch suchen. Unser Hut ist weg. Das geht ja gar nicht. Wir fühlen uns so nackt ohne Hut und der Zug ist auch schon wieder da. War aber schnell jetzt. So, was machst du, Pferd? Du bist gerade irgendwie so komisch seitlich geritten. So, hier unten war das doch irgendwo gewesen, ne? Hier hatten wir doch den Köder, glaube ich, ausgelegt. Aber ich sehe unseren Hut nicht. Unser Hut ist verschollen. Ah, da ist er da. Schnell absteigen. Der gute Hut. Aufheben. Zap. Ah, schon wieder viel besser. So lässt sich leben. Das ist die Frage, wo können wir denn mit dem... Oh, guck mal, den kann man nur einmal jagen anscheinend. Okay, der ist erledigt. Den haben wir. Okay, wenn man rauszoomt, verschwindet das auch irgendwann. Interessant. Ja, wo können wir denn... Ist das hier so einer? Ist das einer? Wo war der? Komm, wir reiten da mal hin, würde ich sagen. Das könnte einer sein, wo wir, dann können wir später auch hier weitermachen. Mit dem Geld, was man noch eintreiben muss. Also jetzt habe ich mehrere Markierungen. Shit. Erstmal eben gucken, die andere wieder wegmachen. Wo war denn die andere gewesen? Bei unserem Camp, ne, da. Weg mit dir. Und jetzt haben wir nur noch die, okay. Das müsste ja so ein Trapper, ne? Trapper nannte man die, glaube ich. Sein, wo wir dann vielleicht ja was Schönes herstellen können. Mit dem Fell. Bevor das auch vergammelt alles. Hello? Wie, du steckst fest. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Wo bist du denn? Ich sehe dich noch nicht mal. Komm, steig mal ab, Arthur. Ah, da hinten, glaube ich. Ach, guck mal, sie liegt unterm Kadaver. Ne, unter ihrem Pferd. Was ist denn hier passiert? Fremde Person. Ja, komm, wir helfen ihr mal. Wir sind ja netter, ne? Drücke wiederholt, um das Pferd anzuheben. Okay, mach ich. Yes, just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Oh, that was bad. Okay. Sure.
Oh, das war's schon. Ja. Aber wieso ist denn dein Pferd? Dummes Vieh. What'll I tell Mildred? Well, thank you. Jo, bitte, können wir noch irgendwas machen? Nach Hause, ja, komm. You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. I live over in Annisburg. Oh, was ist das denn jetzt? Sag doch nicht einfach kein Problem. Wo ist denn Annisburg? Toll. So viel zu dem Thema, dass wir da hin wollten. Ist das irgendwo markiert? Annisburg. Nee, das ist Blackwater. Wo ist denn Annisburg? Hallo? Was ist da? Nee, das war unser Camp. Annisburg. Wo ist denn jetzt hier Annisburg? Ah, oh Mann. Erstmal zu unserem Pferd. Komm mal her, Pferdchen. Ja, was meinst du denn, was ich gerade gerufen habe? Komm, einmal freundlich und schon direkt am Meckern, ne? Mein Gott. Ich muss das legendäre Fell noch ein bisschen warten, ja? Wie ausmachen? Soll ich jetzt laufen oder was? Du kannst hier mit drauf. Ich weg. Hä? Wo hapert's denn jetzt? Was soll ich machen? Pferdchen, komm mal her hier. Never mind. I'll find my own way. Okay, blöde Zicke. Guck doch, wie du klarkommst. Ich wollte nur nett sein. Wenn du so eine Zicke bist, dann guck, wie du klarkommst. Ah, warte mal. Dann plünder ich aber dein Pferd noch. Wenn du schon alles hier lässt. Können wir das überhaupt plündern? Na, scheint nicht zu gehen. Okay, gut, dann können wir ja doch zu unserem Trapper. Ist das jetzt noch markiert? Ja. Gut, wir müssen aber eher in die Richtung. Tschö, du da hinten, blöde Zicke. Guck, wie du klarkommst. So, auf geht's. Ach ja, wir müssen auch mal in die Karte da gucken, was er uns gegeben hat. Der Hossa. Da waren ja noch mehr. Ah, wahrscheinlich ist es eine Karte mit den ganzen legendären Tieren da, ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Wir hätten hier eigentlich rechts abbiegen müssen. Oh, Wölfe. Ah, nee, ist die Musik. Oh. Das war nur die Musik. Ich dachte schon Wölfe. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. So, wo müssen wir dann? Nicht die, sondern die nächste dann rechts. Okay. Also wir können ja nochmal streicheln, unser Pferd, ne? Good girl. So, schauen, dass wir noch ein bisschen mehr Bindung hier aufbauen, ne? Möglichst die Stufe ausbauen, dass sie auch die Hörreichweite, ja, die Hörreichweite weiter ist, ne? Das war, glaube ich, schon richtig gewesen, wenn wir das Pferdchen dann rufen. Was macht das? Ich bin am Lenken und es rennt geradeaus auf dem Felsen. Alter, was ist denn los mit dir? Hat gute Fell hier auf den Boden geschmissen. Mein Jotte. Oh, scheint schwer zu sein. Ja, ja. Wir wissen, dass das vom legendären Bär ist. So, geht's dir jetzt gut oder hast du jetzt Leben verloren? Nee, sieht noch gut aus, okay. Mein Gott, ey. Ich bin am Lenken und du rennst einfach nur geradeaus. Müssen wir mal. Ah, jetzt streichelt der es auch wieder. Geht wahrscheinlich nur, wenn man langsam ist. Wieso holt er die Waffe jetzt raus? Ich drücke die ganze Zeit nur G. Komm, mach nochmal einen Plus da bitte. Und dann reiten wir weiter. Hier mal kein. Ah, doch, da ist es doch. So.
Nochmal ein bisschen Bindung aufgebaut, sehr schön. Muss ja sein, ne, wenn man jetzt zusammen gegen Stein geritten ist, obwohl ich gelenkt habe. Da unten müssen wir dann links und dann sind wir eigentlich schon auch fast da. Dann schauen wir. Pferde, wilde Pferde. Aber gut, wir haben jetzt erst ein Pferd. Oh, das eine war aber schön da, das braune. Das wirkte zumindest recht hübsch, glaube ich. Aber das hat aber einen komischen Schweif von der Farbe. Aber wir haben ja erst unser Pferdchen bekommen, ne? Wir wollen ja nicht meckern. Der Hosse hat uns da eins zum Verkaufen gegeben. Das war sehr, sehr nett von dem. Das muss man schon sagen. So, wo ist das denn jetzt hier? Ah, da. Da, da ist es doch. Ein primitives, kleines, einfaches Camp. Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. So. Muss ich das jetzt mitnehmen, das Fell? Wir schauen mal, was er macht. Oh, hier scheint auch irgendwo ein Bär zu sein. So, Ladenbesitzer. Ja, verkaufen will ich eigentlich nicht. Kaufen. Verstärkte Ausrüstete Kleidung. Nee. Wie geht das denn jetzt hier? Bekleidungsset, Bärenjäger. Hä, wieso ist das gesperrt? Ah, hier, Mützelingel. Oh, der will da noch. Wieso denn null? Ach, der will noch andere Sachen. Bullenhaut und Tassen. Wildschweinfell. Also nur hier. Eine Bullenhaut. Ein Bisonfell. Ein perfekter. Diese perfekten Sachen. Ein Fell, legendären Bär. Geht nur die Stiefel, das oder die Mütze. Dann würde ich das hier machen, aber wir haben noch ein Fell des legendären. Wieso geht das jetzt nicht? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Wir haben doch hier Fell. Dann muss ich das hier ablegen? Warte mal. Oder muss ich dem das verkaufen? Aber wir konnten ja nur einen kaufen. So. Bekleidungsset? Bärenjäger. Null Fell. Hat nicht alle benötigten Zutaten. Also müssen wir dem das verkaufen jetzt oder was? Wir heben es nochmal auf. Ja, Arthur, tut mir leid, dass es auch wieder aufheben muss. Ich weiß, das ist schwer. Aber. Ich hoffe, wir machen es jetzt richtig. Fell eines legendären. Wert 60. Krass. Boy, the things I can make with this. So, ich hoffe, das war jetzt richtig. Ladenbesitzer. Ne, nicht für, kaufen. All made to measure. Kleidungsset. Bärenjäger. Ah, jetzt geht es auch. Drei Stück hat er. Ah, okay, dann kann man. Da wird auch jedes Mal nur eins gebraucht. Das heißt, wir können dann hier schon mal die Mütze herstellen. Ach, guck mal, da steht auch Trapper, ne? Trapper war richtig, was ich gesagt habe. Dann kostet aber $40, ne? Das lassen wir erstmal. Wir besorgen dann erstmal die anderen Sachen. Und dann haben wir ja ein Jäger-Set. Ein Bisonfell und eine Bullenhaut, okay. Die werden wir dann im nächsten Mal besorgen. Und die Markierung lassen wir auch mal hier, dass wir dann wissen, wo das war. Den nächsten Bären hört man aber auch schon hier, ne? Können wir nochmal eben gucken? Wir haben zwar keinen. Sieht man denn hier eine Spur? Nee. Was schreist du denn so rum? Hier ist doch eh keiner. Du bist mitten in der Pampa. Komm, wir gehen mal eben gucken, ob wir hier noch den Bären finden. Oder was das auch immer war, was wir hier gehört haben. Ich sehe aber nichts. Haben wir denn eine Spur? Nee. Aber wir hatten doch eben was gehört, ne? Ich meine, das klang auch nach einem Bär. Meiner Meinung nach. Mann, hier sind ja auch Berge. Ausdauerstufe erhöht, okay. Da rennt ein Eichhörnchen da rechts, habt ihr das gesehen? Was, du kommst da nicht hoch? Arthur, bin ich aber jetzt enttäuscht gerade von dir gewesen. Na, Nick. Doch, da ist doch was.
Aber keine Spur zu sehen. Gehört habe ich's. Wir ziehen vorsichtshalber schon mal lieber eine Waffe. Da ist ein Alligator oder was ist da? Das ist so ein Bächlein, glaube ich. Ne? Ich sehe aber nichts. Man hat doch gerade wieder was gehört. Ja, Arthur fliegt wieder aufs Maul. Okay. Ich höre Kadaver. Irgendwo. Die Spur ist weiterhin nicht zu sehen. Keine Ahnung, wo das herkam jetzt. Aber war ja zweimal ganz klar was zu hören. Naja. Auch nicht so schlimm. Dann gucken wir mal unser Pferdchen. Ob das kommt. Aber es scheint in Reichweite zu sein. Es kommt, es kommt, es kommt. Ja, ist zumindest wohl. Da ist das Eichhörnchen wieder. Ah, Mist. Nee, da schieße ich nicht, wenn du Richtung Pferd rennst. Das sah aber cool aus, wie er so gesprungen ist. Das hatte, glaube ich, oder ja, was heißt hatte? Ich habe es ja nicht getroffen. Es scheint ein sehr glückliches Leben zu haben. So, pack mal, genau, pack mal wieder ein. Girl. So, streichelt's nochmal, es ist ja gekommen. Na, da kommen auch welche. So, nochmal ein bisschen streicheln. Komm, ein Punkt noch. Was macht er denn immer mit der Waffe? Ich bin doch nur das Pferd am Streicheln. Hat er eben auch schon gehabt. Da, jetzt haben wir noch einen Pluspunkt bekommen. Sehr schön. Tolles Pferdchen. So, jetzt lass ich mal eben gucken. Wir sind da. Ah ja, genau, wir hatten gesagt, hier sind ja noch Geldbeschaffungsaufgaben vom, ach, wie hieß er denn jetzt noch? Ja, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Bei uns im Camp. Da war ja einer, der Deutsche, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der ja die Geldbeschaffungsaufgaben hier hatte. Die zwei müssen wir noch erledigen, das wäre ja quasi auf dem Weg. Guck mal, wir haben jetzt ja knappe 23 Minuten um. Dann würde ich sagen, ja, ich werde da schon mal hinreiten und dann soll es das für das Video gewesen sein. Dementsprechend, ich bin raus, euer Nobody. Ciao, ciao.